Wenn Sie, verehrte Zuseher, Titel hören, die lauten »Kein Platz für Tränen« oder »Schicksalsflug« oder »Flut und Flamme«, vielleicht auch »Forien wird gewarnt«, dann schwant Ihnen nichts Gutes. Da scheint ein Autor, eine Autorin oder deren Verleger sehr abgefeimt Leimruten für das breitere Publikum ausgesteckt zu haben. Vicky Baum, die Autorin, die im Zentrum der heutigen Sendung steht, hatte keine Schwierigkeiten mit kommerziellen Erfolgen. Und über die Kritik, die ihr neben Geschäftstüchtigkeit noch alles Mögliche vorwarf, über diese Kritik setzte sie sich locker sportiv hinweg. Sie stufte sich selbst einfach als erstklassige Schriftstellerin zweiter Güte ein. Das war einmal ironisch gemeint. Doch der Einsatz von Ironie ist im deutschsprachigen Buchwesen naturgemäß stets ein gefährliches Vorgehen. Denn zum Zweiten müssen wir bedenken, dass diese Vicky Baum oft Erstklassik schrieb. Nur liebte sie selber andere ihrer Werke als jene, die bei der Kritik Beifall fanden. Und finanzieller Erfolg, nämlich Vicky Baum lebte schließlich vom Schreiben. Die meisten von Ihnen, verehrte Zuseher, werden mit dem Namen Vicky Baum einen Roman oder eine der Verfilmungen dieses Werkes verbinden, also von Menschen im Hotel. Jenes Buch, das im Jahr 1929 erschien und sie bald weltberühmt machen sollte. 1929 war die Autorin 41 Jahre alt und konnte bereits auf das zurückblicken, was einer ihrer Gestalten gewiss ein wild bewegtes Leben genannt hätte. Geboren wurde sie in Wien als Hedwig Baum in eine jüdische Familie, die für ein Stück von August Strindberg oder für eine Fallanalyse von Sigmund Freud hätte Pate stehen können. Die Mutter konnte Hedwig, die ihre Liebe suchte, Wärme und Zärtlichkeit nur selten schenken, weil sie sich auf ihre Krankheit konzentrieren musste. Das war eine, wie die Seelenkunde heute sagt, dissoziative Störung. Damals redeten die Ärzte von Hysterie. Halten wir hier nur fest, dass die Patientinnen von einem heftigen Geltungsbewusstsein und Geltungsbedürfnis erfüllt sind, das sie empfindlich daran hindert, ihre eigene Person in ein soziales Gefüge einzubinden. Die Kehrseite dieser Selbstbezogenheit sind meist lang anhaltende Perioden von Schwermut. Und der Papa? Ein weiteres Schulbeispiel für seelische Instabilität. Hermann Baum war Geschäftsmann, doch es fehlte ihm die Gelassenheit einer methodischen Lebensführung. Um dem Druck des Alltags zu entgehen, flüchtete er sich oft in meist eingebildete Krankheiten. Zum Kind hatte er sich einen Sohn gewünscht. Einen Sohn, der Viktor heißen sollte. Da ihm der Wunsch unerfüllt blieb, wurde aus Hedwig eben Vicky. Jene Vicky Baum, die später das selbstbestimmte Leben führen konnte, von dem ihre Eltern vielleicht geträumt hatten. Vor den Krankheiten anderer hatte Hermann Baum übrigens schreckliche Angst. Wie wir Vicky Baums eigenen Erinnerungen und der sehr präzisen Biografie von Nicole Nottelmann entnehmen können, verließ Vickys Vater seine Frau, sobald er erfuhr, dass diese an Krebs erkrankt war. Wir wollen uns hier nicht zu weit in das gefährliche Gebiet der psychologischen Deutung vorwagen, meine Damen und Herren. Doch zwei, drei Momente wollen wir einfach festhalten. Die Mutter hatte aus ihrer Erfahrung mit einer arrangierten Ehe die Lehre gezogen, dass eine junge Frau unbedingt auf den eigenen Beinen stehen, einen Beruf erlernen und ausüben musste. So drang sie darauf, dass die Tochter eine Karriere als Musikerin verfolgte. Die auch musikalisch höchstbegabte Vicky Baum erfüllte ihr den Wunsch und wurde Harfenistin. Harfenistinnen, das sollte ich hier gleich noch hinzufügen, galten aus beruflicher Sicht damals nicht als orchestertauglich. Genauso wenig wie natürlich andere Frauen auch. Vicky Baum wurde dennoch die erste Harfenistin jenes Orchesters, das wir heute als die Wiener Symphoniker kennen. Der berühmte Bruno Walter war einer ihrer nachhaltigsten Förderer. Der strenge, oft querulatorische Vater drückte seine Anerkennung für Vickys Leistungen in der Schule und in den späteren Ausbildungen durch Geldzuwendungen aus. Auch das ist eine jener psychologischen Momente,
die nach Vicky Baums Erinnerung nicht ganz spurlos an ihr vorübergegangen sind. Später, da war sie schon berühmt und selber eine Art Vorbild für die emanzipierte Frau, pflegte sie ihren feministischen Zuhörerinnen ans Herz zu legen, dass eine stabile finanzielle Situation die Vorteile eines guten Liebhabers allemal aufwirken. Wichtig erscheint mir aber noch ein drittes Moment, meine verehrten Zuseher. Man kann vielleicht darüber streiten, wie man die Wirkung traumatisierender Erfahrungen aus der Kindheit für den späteren Lebensweg einer Person einschätzt. Vicky Baum sah die ihren eher als ich-stärkend. Unstrittig kommt mir aber vor, dass ein junger Mensch wie unsere spätere Autorin nach diesen Erfahrungen mit Mutter und Vater nicht mehr allzu viele Illusionen über das Rollenverhalten der Geschlechter haben kann. Schwächen und Stärken sind in dieser Welt gewiss nicht so verteilt, wie es ein gerechter und ein gütiger Gott eingerichtet hätte. Aber nur auf der einen Seite das Gute, nur auf der anderen Seite das Böse zu suchen, das könnte sich nur der wirkliche Trivialroman leisten. Wir überspringen jetzt ein paar Jahre in der Biografie von Vicky Baum, verehrte Zuseher. Wir überspringen die erste Ehe mit dem Schriftsteller und Journalisten Max Preis, dem Vicky die Arbeiten fertig schrieb, weil der Mann selten die verabredeten Redaktionstermine einhalten konnte. Die Ehe wurde 4 Jahre später schon wieder geschieden. Wir verlieren aber auch nicht aus den Augen, dass wir immer noch von einer der gefragtesten Harfenkünstlerinnen ihrer Zeit reden. Der Name von Bruno Walter, der sie vergeblich nach München zu verpflichten suchte, fiel ja bereits. Aber da war sie schon in einer nächsten Ehe mit dem Dirigenten Richard Lert verbunden, der als Richard Levy auf die Welt gekommen war und in den 20er Jahren als Generalmusikdirektor in Hannover wirkte. In diesem heute noch nicht immer zu Recht gewürdigten Musiker schenkte Vicky Baum 2 Kinder. Ich nutze jetzt bewusst diesen verzopften Ausdruck schenkte, denn nach allem, was wir wissen, fand die Autorin mehr Freude an der Geburt als an der Empfängnis. Und ausgerechnet dort, in Hannover, sollte eine literarische Karriere ihren Anfang nehmen, die schon früh die ganz große Welt ins Auge fasste. Die Handlungsorte der Romane von Vicky Baum verteilen sich später in gerechter dramaturgischer Streuung über den Globus, führen nach Bali und nach Lateinamerika, nach Shanghai und selbstverständlich in die Vereinigten Staaten. Doch wie eine geniale Produzentin erfand sie ein literarisches Genre, das die Welt an einem Ort zusammenführte, im Hotel. Hotel wie in Menschen im Hotel oder Hotel Shanghai, um an berühmte Titel zu erinnern. Aber jetzt habe ich den Ereignissen schon wieder vorausgegriffen. Noch sind wir in Hannover, zu Vicky Baums Zeiten, auch eine Kultur- und Kunstmetropole. Die Stadt der Ausdruckstänzerin Mary Wickman etwa, die allerdings damals schon das Weite gesucht hatte. Die Stadt der Dadaisten und vieler bildender Künstler der damaligen Avantgarde. Eingang zur Bühne lautete fast folgerichtig der Titel eines Romans, den Vicky Baum zwar schon früher geschrieben, aber erst 1919 beim Berliner Ullstein Verlag unterbringen konnte und der einer ihrer ersten großen Erfolge wurde. Den nächsten Coup landete Vicky Baum 1928 mit einem Roman, den sie angeblich in nur 1,5 Wochen verfasste. Studentin der Chemie Helene Willfür lautet der Titel. Hier beschreibt die Autorin das Schicksal einer Studentin, die vor dem Doktorexamen ungewollt schwanger wird. Der Kindsvater begeht Selbstmord. Die Studentin wird Mutter und Wissenschaftlerin, sogar eine sehr erfolgreiche Wissenschaftlerin, die die Lehre von den Verbindungen aus der Chemie in ihr Privatleben zu übertragen weiß. Die Reaktion der Öffentlichkeit gab einen Vorgeschmack auf den Widerhall, den viele der erfolgreichen Bücher Vicky Baums erleben sollten. Erregung lautete der gemeinsame Nenner. Kirchen und Kulturkonservative erregten sich über die schamlose Erwähnung außerehelicher Beziehungen, die auch noch zu einer Schwangerschaft führten. Vertreter von Frauenvereinigungen rühmten dagegen die Unabhängigkeit der Hauptperson.
Sensible Gemüter riefen empört: Pornografie! Teile der Arbeiterpresse, denen fehlte die Beziehung zum Klassenkampf. Es wurde, auch das ist bezeichnet, sehr laut gestritten. Ein Verleger Ullstein, der das Buch in Auftrag gegeben hatte, freute so viel Klamauk. Die Verkaufszahlen stiegen in astronomische Zonen. Die Schriftstellerin galt als durchgesetzt. Der Erfolg ließ sich sogar steigern. Vicky Baum erreichte das schon ein Jahr später mit ihrem nächsten Roman, mit eben jenem Menschen im Hotel, jenem Kolportage-Roman mit Hintergründen, wie es in den frühen Ausgaben noch hieß. Das französische Wort Kolportage steht übrigens für einen Buchverkäufer, der seinem Geschäft auf der Straße nachgeht. Um den Nacken trägt er eine Kordel, von der ein Bauchladen hochgehalten wird, der frische Fortsetzungen feilhält. Vicky Baum liebte dieses Bild, weil es ihrer Vorstellung von Direktheit so entsprach. Sie liebte es auch, weil der Begriff der literarischen Kolportage ihr gestattete, ironisch mit dem Gebrauch von Klischees umzugehen. Und damit schnell zu den Personen, zu den Menschen, die uns die Autorin in jenem Hotel, es handelt sich um ein Berliner Luxushotel, vorstellt. Wir begegnen also einer russischen Diva, einer Tänzerin, deren Attraktivität bereits stark geschwunden ist, aber sie kann von der Bühne nicht lassen, obwohl das Publikum immer spärlicher wird. Wir treffen auf einen von Morphium abhängigen Arzt, der sich im Hotel als auf Dauer eingemietet hat, und auf einen sehr agilen Baron, der seinen Unterhalt mit waghalsigen Einbrüchen bestreitet. Wir treffen einen vor dem geschäftlichen Zusammenbruch stehende Fabrikdirektor und dessen todkranken Buchhalter, eine Sekretärin, die ihr Herz eher leichtfertig verschenkt. Ich breche hier ab, meine verehrten Zuseher, ich wollte Sie ja nur neugierig machen. Von der Handlung sei nur angedeutet, dass Vicky Baum es schafft, in einem schier abenteuerlichen Tempo und, das ist auch hinzugefügt, in einem virtuosen Wechsel der Tempi, die Schicksale ihrer Personen miteinander zu verknoten und diese Knoten wieder blitzschnell zu lösen. Wer will, der mag sich bei dieser Technik an die zeitgenössische Musik jener Weimarer Komponisten, an Paul Hindemith und Hans Eisler erinnern. Auch dieser Roman spaltete, wie das Klischee es will, spaltete die Lager. Er spaltete sogar innerhalb der Lager. Die politische Linke beklagte zum einen die Dekadenz, lobte zum anderen die Entlarvung der Bourgeoisie. Auf der rechten Seite des Spektrums liefen die Kritiker Sturm gegen die Morbidezza des Stoffes, die Beschwörung des Untergangs einer Kultur. Und natürlich gab es auch ein paar kunstsinnige Verteidiger, wie etwa die Geschwister Klaus und Erika Mann. Der Ruhm dieses Romans drang schnell nach Hollywood. Bei der ersten Verfilmung durfte das Publikum Stars bewundern wie Greta Garbo und Joan Crawford. Es war ein Erfolg just zum richtigen Zeitpunkt, denn er verschaffte Vicky Baum eine Einladung in die Vereinigten Staaten, gerade rechtzeitig, bevor in Deutschland der braune Terror ausbrach. Der machte naturgemäß nicht vor ihr, der Jüdin, und ihren Werken Halt. Nach Europa kam sie erst 5 Jahre nach dem Krieg zurück. Ihre Schaffenskraft blieb dabei bis zu ihrem Tod im Sommer 1960 ungebrochen. Und bis an ihr Lebensende begleitete sie ihre Kunst des Perspektiven- und des Tempowechsels. Eine Harfenspielerin, schreibt der Musikwissenschaftler Klaus Wallendorf, muss über die Gabe der Polyrhythmie, also der mehrfachen Rhythmie, verfügen, weil sie gegen den Rhythmus der die Saiten bewegenden Hände mit den Füßen Pedalen zum Umstimmen treten muss. Vicky Baum war eine begnadete Harfenistin.